Samir und O-Zapft ist. Das ist München. Wie geht das Bayernlied? Heidi, deine Welt sind die Berge. Die US-Boys Silas und JR machen diese Woche die Landeshauptstadt verrückt. Mit Action, Spaß und Neugier wollen sie die 1,5 Millionen Metropole und das Umland erkunden. Fernab und mittendrin im Klischee. Die beiden 29-Jährigen entdecken, was sie sonst nur aus Filmen kennen, am eigenen Leib und tauchen tief ein in die bayerische Lebensart. Bus. Das sind zwei Amerikaner in München. Auf die Isar. Das ist zwei US-Boys in München und drumherum. Der letzte Tag ihres Bayern-Trips startet als Surfer an der Isar mitten in München mit Benjamin. Hey Nathan, how's it going? Diese Welle hat die Surfkultur in München erweckt? Würde ich schon sagen. Viele haben schon vorher gesurft und sind hierher gekommen und wollten das nicht aufgeben. Es gehört zu deren Leben. Nach Schätzungen gibt es 5.000 bis 6.000 aktive Surfer in München. Und auch wenn die Eisbachwelle berühmt ist, ist sie für die US-Amerikaner zu schwer und gefährlich. Erstmal muss auf dem Trockenen geübt werden. Und Salas ist zuversichtlich. Ich schaffe das schon. Ich muss mich nur konzentrieren. No fear, keine Angst. Und auch JR gibt sich bei den Trockenübungen nicht die Blöße. Ich schaffe das beim ersten Mal. Und tatsächlich kann man sich schlechter anstellen als Silas bei seinem ersten Mal auf einem Brett nach über 4 Jahren. Wie JR zeigt. So eine enorme Ähnlichkeit mit Aquaman-Darsteller Jason Momoa bringt dem 120-Kilo-Koloss aus L.A. hier nichts. Ich habe auch zu ihm gesagt, ich habe starke Jason Momoa-Vibes gerade. Aber richtig gut. Fürs erste Mal super direkt aufs Brett geschafft. Und das Wichtigste ist, dass sie Spaß hatten. In all meinen 25 plus Jahren in Kalifornien muss ich erst nach Deutschland kommen, um surfen zu lernen. Das war super. Aber die US-Boys haben noch nicht genug vom kühlen Nass. Ein bisschen außerhalb der Stadt haben die Amerikaner Bock auf eine bei den Münchnern liebgewonnene Tradition, das Schippern auf der Isar. Wir sind an der Isar, wo die ganzen Munikers bei gutem Wetter chillen. Die aus München. Jetzt checken wir mal die Stromschnellen. Zahlreiche Verleiher versorgen Touristen und Einheimische im Süden der Millionenstadt bei Wolfratshausen mit Booten. Die Amerikaner versorgen sich aber heute selbst, bis ihr Schlauchboot ready und nicht nur JR geschlaucht ist. Hoffentlich sehen wir deutsche Alligatoren, das wäre cool. That'd be nice. Great. All right, we're in. We're in. Wir sehen wie Profis aus. Oh, wir drehen uns. Auch wenn den Fluss viele Münchner mit ihren Booten und Flößen befahren, ist es nicht ganz ungefährlich. Es gilt sich vor jedem Trip gut über Pegel und Regel zu informieren. Ich fühle mich wie auf Safari, doch statt Tieren gibt's Deutsche. Was geht ab? Do you want a ride? Servus. Servus. Für die Jungs gibt's hier so viel zu entdecken. Da haben wir's. Ein Nackter da drüben, siehst du? Die grüne Hose. Nee, daneben, komplett nackt. Es gab viele nackte Kerle da am Fluss. Ja, die Nacktheit ist echt ein Ding, aber solange es keinen stört, dessen Schniedel hängt raus. Aber bei all der Faszination ist nicht zu vergessen, dass auch der 300 Kilometer lange Fluss seine Tücken und Gefahrenstellen hat. Ich kann das Schild schlecht sehen. Es sagt, ich glaube, da geht's nicht lang. Wir kamen an einem Schild vorbei, das ich nicht erkannte. Das, wie ich später herausfand, Lebensgefahr bedeutet, aber... An gefährlichen Stellen muss man also raus und erst später wieder rein.
Wir haben die Stromschnellen besiegt. Dann ist es Zeit, wieder anzulegen. You all right over there, Simon? Dry land. In der Metropole muss man eben nicht weit fahren, um die Natur zu genießen. So ganz natürlich. Wie viele Bratwurst hast du gesehen? Muchos. Muchos. Doch jetzt geht's in das Must-See eines jeden München-Touristen. Mitten in der Altstadt findet sich die Adresse fürs Klischee bayerische Lebensgefühl. Das Hofbräuhaus. Alright. Uns zwei so far. I'm getting excited. Aufregend. Hier ist es voll. Man hört schon die deutsche Musik. Und urbayerisch werden die Jungs auch empfangen. Guten Abend. I'm Toby from the Hofbräuhaus. Ich bin Silas. Silas, nice to meet you. Hello. Toby, JR. JR, nice to meet you. This outfit is a fly outfit right there. Well, thank you very much. Yes. Tobi arbeitet seit vielen Jahren für die legendäre Gaststätte, die trotz des Touri-Rufs von sehr vielen Einheimischen besucht wird. Im Hofbräuhaus haben wir 3500 Stammgäste, die so einmal die Woche kommen. 3500. Und 600 von diesen dürfen ihre privaten Bierkrüge hier lagern. Viele sind richtig alt. Auf dem hier steht noch das königliche Kürzel. Der ist also so 120 Jahre alt. Im 1500 Plätze fassenden Saal kriegen die US-Amerikaner das Stereotyp Deutschland zu sehen, das sie aus ihrer Heimat kennen. Als Kind, jedes Mal, wenn ein Deutscher in einem Buch oder so vorkam, war der immer in Lederhosen, hat eine Wurst und spielt Horn oder Tuba oder so. Und das Lächeln auf ihren Gesichtern zeigt, wie sehr sie sich über die Atmosphäre freuen. So I'll show you your table. Yeah. All right. Da gibt's selbstverständlich ein Bier. Danke schön. Prost. Prost. Wie alt ist das hier? Gebaut 1589, 400 Jahre. 400 Jahre? Der Laden ist älter als unser Land. Die USA sind nicht mal 250 Jahre alt. Dieser Tisch ist älter als 100 Jahre. Anstatt alles neu zu machen, moderner, halten sie es traditionell. Früher haben sie es so gemacht und so machen sie es auch heute mit dem Trinken und dem Essen. Für den 29-jährigen GA geht ein Traum in Erfüllung. Unglaublich, so eine Tradition. Das hier wurde 1500 irgendwas gebaut. Und ihm wird eine besondere Ehre zuteil, das Anzapfen eines 59-Liter Bierfass. Der ist schwer. Pass auf die Finger auf. Don't hit your finger, bro. Oh, shoot. Good. Good. What's up, man? Das ist der Biergarten aller Biergärten. Ich fühle mich, als wäre ich in Disneyland. Sowas kriegst du nicht in den Staaten. Da gibt's keinen traditionellen bayerischen Biergarten wie hier. Ich war überall in Deutschland und das ist mein Favorit. Für die US-Boys der krönende Abschluss ihres aufregenden Bayern-Trips. Und die Landeshauptstadt und ihre Bewohner haben einen bleibenden und positiven Eindruck hinterlassen. Sie haben hübsche Sachen, tolle Berge und Seen, den besten Fußballclub. Es ist der Hammer. Ich habe gelernt, dass man eine starke Leber braucht wegen dem Bier, wenn man nach Deutschland kommt. Für die Footballer ist der Freistaat das kulturelle Zentrum der Republik. Bayern und das Bayern. Und eins haben sie auch gelernt. Mir san mir.